Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Einmal im Monat bespreche ich Klassiker der Literaturgeschichte auf meine hoffentlich kurzweilige Art. Heute Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Das ist eine 1952 erschienene Novelle des US-Schriftstellers über den Kampf eines alten Fischers mit einem sehr großen Fisch. Zusammenfassung: Der Kubaner Santiago hat fast 3 Monate nichts mehr gefangen. Dementsprechend sieht seine kleine Hütte aus. Ebbe in allen Schubladen. Santiago fährt wieder raus, dann endlich beißt ein riesiger Marlin an. 2 Tage und 2 Nächte kämpft Santiago mit dem Fisch, der sein altes Boot immer wieder weiter hinauszieht. Selbst erschöpft und verletzt kann der Fischer den Marlin doch töten. Dumm gelaufen, der Fang ist zu groß für sein Boot, also bindet er den Fisch an der Seite des Bootes fest. Auf der Rückfahrt beginnt der 2. große Kampf mit mehreren Haien, die sich nach und nach auf den Marlin stürzen. Santiago tötet zwar den einen oder anderen Hai, kann am Ende aber nicht verhindern, dass er nur mit einem Skelett in den Hafen von Havanna einläuft. Er hat es zwar allen gezeigt, dass er noch einen großen Fang machen kann, aber er steht doch mit leeren Händen da. Bedeutung: Das Buch steht für 2 Dinge. Einmal geht es um den Kampf von Mensch und Natur und zum zweiten um Stolz und Trotz, niemals im Leben aufzugeben. Dabei warnt es auch vor der Gefahr der Überschätzung, denn beinahe hätte der Fischer selbst den Tod gefunden. Es gibt Ähnlichkeiten zum bereits 1851 erschienenen Roman Moby Dick von Herman Melville. Muss man das lesen? Ja, es ist wirklich ein Klassiker der Weltliteratur und das beste Buch von Hemingway, der aus meiner Sicht bei einigen anderen Büchern etwas überbewertet wird. Großartig ist aber auch der Film von 1958 mit Spencer Tracy in der Rolle des Fischers Santiago. Soweit für heute der Klassiker der Literaturgeschichte. Bleiben Sie gesund und ciao. Und im Abspann der Hinweis auf meinen Kalender History to Go 2024, der jetzt im Handel ist.